Seit geraumer Zeit kursieren im Netz Sexfilmchen von Colleen Ullmann Fernandez, die inzwischen 42 Jahre alt ist. Die TV-Moderatorin warnt jedoch eindringlich: Achtung, alles Fake. Mit dem unaufhaltsamen Vormarsch der künstlichen Intelligenz eröffnen sich völlig neue Perspektiven im Bereich der Bildbearbeitung. Und wie so oft in der Geschichte der technologischen Innovationen ist die Pornografie ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, diese neuen Möglichkeiten zu nutzen. Diese sogenannten Deepfakes sind Sexclips, die durch den Einsatz von KI so manipuliert wurden, dass es so aussieht, als würden prominente Frauen darin auftreten. Eine der unglücklichen OpferInnen dieser manipulierten Videos ist Colleen Ullmann Fernandez selbst. Man fühlt sich bloßgestellt. Und man fühlt sich so schutzlos, sagte die ehemalige Viva-Moderatorin in einem Interview mit RTL. Zusammen mit anderen betroffenen Frauen demonstrierte Colleen vor kurzem vor dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Berlin. Auf ihren Transparenten war zu lesen: Ungewollte Pornomanipulation jetzt stoppen. Um sich selbst zu schützen, hat die 42-jährige Colleen die gefälschten Pornos von sich bewusst nicht angesehen. Ich habe mich nicht getraut, das anzuschauen. Ich will das einfach nicht sehen, erklärte sie. Bei ihrem Protest geht es der Ehefrau von Christian Ullmann, der 48 Jahre alt ist, nicht so sehr um ihre eigene Person. Die Schauspielerin hofft, andere Frauen vor einem ähnlichen Schicksal bewahren zu können. Es geht mir um junge Mädchen, junge Frauen, die in der Schule bloßgestellt werden oder in irgendwelchen WhatsApp-Chats. Das kann massive Folgen haben. Da muss dringend etwas unternommen werden, betonte Colleen Ullmann Fernandez. Die Tatsache, dass diese gefälschten Sexszenen weiterhin im Internet kursieren, wird von ihr als riesengroßer Skandal bezeichnet. Für die Opfer sind diese entwürdigenden Filme oft mit Scham und Leid verbunden, und einige von ihnen suchen psychologische Hilfe. Man muss sich ja erst einmal trauen, sich in psychologische Betreuung zu begeben und über das Geschehene zu sprechen, so Colleen. Als Mutter einer Tochter ist sie sich bewusst, wie extrem schwierig es ist, etwas aus dem Internet zu entfernen, wenn es einmal online ist. Doch mit ihrem Schritt in die Öffentlichkeit hat Colleen Ullmann Fernandez auf ein wichtiges Problem aufmerksam gemacht.